Liebe Freunde und Verwandte der örtlichen Musikkapelle, die sich hier The Forest nennt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist neu in The Forest mit der Axt im Walde. Jo, dem auch kundigen und findigen Let's Player, der hier bei mir öfters ein bisschen zuguckt, dem wird das wieder aufgefallen sein. Es fiel die letzte Folge aus. Warum ist die letzte Folge ausgefallen, das möchte ich euch wohl ganz kurz erklären. Ja, wie das so üblich ist, wenn die Entwickler hier in letzter Zeit, nachdem ja das Ende nun bekannt ist und auch im Spiel implementiert, gibt es an für sich sehr oft sehr wenig Erneuerungen, die man auch herzeigen kann. Wir hatten hier schon in der letzten Version, im letzten Update, gab es hier schon ein paar Neuigkeiten, wie zum Beispiel auch die neuen Gegnertypen, der bemalte Kannibale, der irgendwo später im Spielverlauf dann auftauchen soll. Ich habe den hier nicht gefunden. Ich habe hier am Tag, wo das Update rausgekommen ist, habe ich mir Nachmittag hier Wund gesucht und einen Tag danach dasselbe Thema und ich habe die nicht gefunden. Ich gebe offen ehrlich zu, mir ist das dann zu öde geworden. Und außer hier den bemalten Kannibalen-Typen, bitte gebt mir hier irgendwo eine Info, wo man sich die mal angucken kann. Ich habe hier noch weder ein Bild noch ein Video von denen gesehen. Außer diesen neuen Kannibalentypen gibt es hier in der Version, Moment, jetzt kommt das erst, 0.54 nochmal von vorn, ja, 0.54, die Version 0.54. In dieser Version, die vor 2 oder 3 Wochen rausgekommen ist, der Spatz hier sitzt auch nicht ganz richtig, gab es hier, das hat der Spatz ja hier gerade mal eben hier gezeigt, ein neues Modell hier für diese Schleichrüstung. Ja, man kann das jetzt bei mir am ganzen Körper nicht erkennen. Aber hier wohl am Arm. Ja, das sieht schon ein bisschen geschlichener aus, möchte ich meinen. Und dann gibt es auch hier noch ein neues Modell für die Blattlaub-Unterkunft. Sind wir uns hier mal ehrlich, Leute? Ja, das sieht schon auch jetzt wie eine Unterkunft aus. So stelle ich mir das vor. Zuvor hat das ja ausgesehen, als ob hier einer gestorben wäre drin, ja. So ein, weiß nicht, Gittergerüst hier voll von, ja, armtoten Ästen. Aber gut, das ist soweit jetzt neu gewesen in der 0.5 und schon wieder in der 0.54. So, jetzt haben wir's. 54. Ja, das ist dort soweit alles neu gewesen in der neuen Version 0.55, zu der auch bereits das Update B rausgekommen ist. 5.5b ist hier neu. Theoriemäßig, während ich abgleite, dass hier das Chatfenster ein bisschen besseren, dunkleren Hintergrund bekommen hat, zwecks Sichtbarkeit. Es gibt für den Creative-Modus eine Allow-Enemies-Funktion, mit der ich ein- und ausschalten kann, ob ich hier Gegner im Kreativ-Modus haben möchte oder nicht. Ich habe die Option noch nicht gefunden, ich spiele aber auch keinen Creative-Modus. Klamotten gibt es auch neu und wir kommen hier auch direkt zu den wichtigen Änderungen, die ich hier diesmal herzeigen kann. Wir haben hier einen Bogen im Inventar, ja, und den werden wir auch dann brauchen, denn jetzt legen wir uns ein Stück von diesem Stock, legen wir uns auf die Crafting-Matte. Wir nehmen hier 5 Stück Federn. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, damit kann man hier bereits was machen, aber wir sind noch nicht fertig. Ah jo, hier die Knochen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Knochen. Das ergibt hier Knochenpfeile. Jo, und die werden wir jetzt erstmal benutzen hier. Knochenpfeile. Welche sind denn das? Die hier nehme ich an. Ja, die sehen schon so aus. Auf jeden Fall anders sehen die aus als die anderen hier im Inventar. Kombinieren. Zuerst mal hier mit dem Bogen kombinieren. Und ausrüsten. So, da haben wir jetzt einen Knochenpfeil. Ja. Oh ja, genau, man kann die ja hier mit der Taste R durchwechseln. Oh Mann, ist das ganz vergessen hier. Und wir probieren das auch mal erst aus, ja. Was so ein Knochenpfeil überhaupt kann. Ja. Jo, und nehmen wir wieder mit den Knochenpfeil. Das ist auch hier schon mal die erste Neuerung. Ein Stück Stock
Fünf Stück Federn, fünf Stück Knochen. Wir gehen jetzt ein bisschen auf Erkundungstour und wir sehen uns gleich wieder. Aus dem guten Grund, weil es hier neue Gegnertypen gibt und die habe ich diesmal bereits entdecken können. Ja, die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier angekommen in einer der Höhlen. Ja, ihr wisst wahrscheinlich auch, welche Höhle das ist. Das ist hier. Ja, ich verrate das ja auch immer gleich, ne? Die Höhle mit dem Zugang zu der geheimen Sache. Ja, aber das wollen wir uns jetzt ja auch gar nicht angucken. Ich versuche das hier in Kürze auch mit einem Zeitraffer, damit ihr hier das gut erkennen könnt. Denn hier dahinter, im ersten Abschnitt, bekommen wir die neuen Gegnertypen zu sehen, nämlich die Kannibalen mit den Hautmasken. Die Jungs tragen hier die Masken der getöteten Menschen auf der Insel. Das sind hier nicht nur Gegnertypen, die ein bisschen robuster sind. Ja, das sind auch. Sehr hässliche Typen, ja. Ja, dann ist auch wieder mal genug, ne? Und darum reisen wir hier zurück auf das gute Oberland. Ja, hier sind wir wieder und ihr seht, das ist schon sehr ein beeindruckendes Schauspiel, was hier geliefert wird. Vor allem, wenn man hier auf diesen Gegnertyp zum ersten Mal trifft und vielleicht ein bisschen Gelegenheit dazu hat, den genauer zu betrachten. Ja. Makaber, sage ich mal dazu. Ne? Aber gut, kommen wir zu letzten Änderungen. Hier in der Version 0.55 von The Forest. Das ist eine Änderung, auf die auf jeden Fall ganz ohne Zweifel die Spieler lange, sehr lange gewartet haben. Und das Stichwort hierzu ist Schnellwahl. Ne? Wenn wir hier, und das ist vielleicht auch dem einen oder anderen aufgefallen, über den Rucksack mit der Maus drüber gleiten, bekommen wir hier automatisch eine Auflistung, was ist bereits schnell gewählt. Der Rucksack, dieser dient hier an und für sich als Schnellauswahlsgegenstand. Ja, also ich zeige euch das mal. Eins ist hier die Pistole, zwei ist der aufgerüstete Speer, drei ist die Flugzeugaxt, vier ist hier die Leuchtpistole. Wenn ich jetzt hier, was möchte ich denn, was habe ich denn? Ja, ich möchte jetzt eine moderne Axt. Ne, auf der 4 statt der Leuchtpistole. Ich mache mir hier erstmal den Rucksack rein. Einfach nur den Rucksack. Man sieht hier auf dem Rucksack automatisch, was hier auch wie angeordnet ist. Pistole hier in der Mitte, Speer rechts außen, Leuchtpistole, Dings mit was weiß ich. Ist ja auch nicht wichtig. Und ich möchte jetzt die moderne Axt. Ich lege die moderne Axt dazu, kombiniere das Zeug, bekomme hier eine Auswahl. Ja, 1, 2, 3 oder 4. Und im Gegensatz zum Kombinieren auf der Crafting-Matte mit der rechten Maustaste ist das hier noch immer die linke Maustaste, wie gut zu sehen ist. Place. Maustaste L, links. Ja. Was hatten wir gesagt? Ist ja auch egal. Ich tausche jetzt die moderne Axt mit dem Speer her. Ja. Und da vorne ist jetzt auch die moderne Axt drin. Das ist noch nicht so einfach zu erkennen. So, machen wir mal hier einen Molotow-Cocktail dran. Den möchte ich auf der Seite dran pappen. Ja. Entweder wenn ich mal durstig bin oder wenn es Gegner zu verheizen gibt. Und ach so, den brauche ich nicht. Aber ich sage jetzt mal Taste 1. Ne, ist hier die Pistole. Taste 2 ist die moderne Axt. Taste 3
Ja, der Molotow-Cocktail und Taste 4, welch Verwunderung. Die Leuchtpistole. Die ersten vier Waffen, ja, die hier ausgerüstet werden, das heißt mit der Spielfigur in die Hand genommen werden, werden automatisch der Schnellwahl zugeordnet. Automatisch. Die ersten vier. Man kann das aber, wie ihr gesehen habt, immer wieder ein bisschen abändern. Ja, je nachdem, wie man das gerne hätte. Hurra! Ja, Party steigt, ne? Stimmung. Ja, meine Lieben. Das war Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Wer weiß, was die Entwickler hier an Neuigkeiten reinbringen, die es zu sehen gilt. Ansonsten guckt auch bei uns im Forum vorbei, wo es die gesamten übersetzten Patch Notes to the Forest gibt auf forum.zweifelforest.net. Bis dahin verbleibe ich euch wie immer als die Axt im Walde von Was ist neu in the Forest. Tschüssi, tschüssi, Pussi.